Wir sind hier in Zürich-Oerlikon. Wir haben einen Remote-Arbeitsplatz, einen Simulator-Arbeitsplatz. Wir machen einen Look in Zürich-Mühligen, fernsteuern von hier aus. Ein Remote-Betrieb, also ein ferngesteuerter Betrieb, kann man sich durchaus vorstellen im Rangierbereich. Der Vorteil ist natürlich, dass der Lokführer nicht mehr muss bei Wind und Wetter und Nacht zum Fahrzeug, sondern er kann sich direkt auf das Fahrzeug verbinden und kann dann vom Büroarbeitsplatz aus, von so einem Remote-Arbeitsplatz aus, das Fahrzeug steuern. Es läuft eigentlich sehr gut. Ich bin sehr froh, dass wir 24 ganz unterschiedliche Lokführer haben. Von einem Rangierlokführer über einen Infralokführer, einen Bauzugführer, einen Cargolokführer, einen Personenzuglokführer. Wir haben alles. Und jeden Tag ist wieder eine neue Herausforderung. Wir haben jeden Tag wieder neue Inputs rein. Es ist wirklich ein Strauß, eine Vielfalt von Meinungen, von Inputs, von ganz unterschiedlichen Leuten. Das ist einfach phänomenal und zeigt viel mehr, als wenn wir Testpiloten, Testlokomotivführer würden hier einsetzen.